Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass unsere Kollegin, Frau Vizepräsidentin Heike Habermann, für heute Nachmittag krankheitsbedingt entschuldigt ist. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 32, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Stickoxide, Grenzwerte in hessischen Kommunen einhalten, öffentlichen Personennahverkehr stärken, Drucksache 19/5986. Die erste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben Redezeit, 10 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Juli 2011, also vor genau 7 Jahren, gab es die erste Klage wegen dauerhafter Überschreitung von Stickoxid-Grenzwerten in Hessen. Damals noch von den GRÜNEN unterstützt, hatte eine Wiesbadenerin gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe das Land Hessen verklagt. Damals noch jubelnd befinden sich die GRÜNEN seit ihrer Regierungsbeteiligung im Abwehrkampf gegen Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Ja, im Abwehrkampf, anders kann man das nicht nennen. Anstelle dafür zu sorgen, dass die Luft besser wird, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide eingehalten werden, hat die hessische Umweltministerin Ende 2014 für 20 Kommunen eine Fristverlängerung bei der EU beantragt, weil es keine Luftreinhaltepläne gab, aus denen nachvollziehbar zu sehen war, wie und bis wann die Grenzwerte in den Kommunen eingehalten werden sollten, wurde die Fristverlängerung für 17 Kommunen von der EU verweigert. Erwartet hätten wir von dem grünen Ministerpaar Priska Hinz und Tarek Al-Wazir, zuständig für Umwelt und Verkehr, wegweisende Entscheidungen für die auch heute Morgen wieder beschworene Verkehrswende. Wegweisende Entscheidung für die Stadt- und Raumplanung und den starken Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel mit einer deutlichen Senkung der Fahrpreise bis hin zu einem Nulltarif, und das zuerst in den Städten, deren Luft die Gesundheit am meisten gefährdet. Bekommen haben wir die zweite Stufe des EU-Vertragsverletzungsverfahrens, eine Debatte über die blaue Plakette und noch mehr Klagen von Umweltschutzverbänden. Wie beschämend ist es, dass ein Umweltschutzverband ein grün geführtes Umweltministerium daraufhin verklagt, dass endlich die Einhaltung der 1999 beschlossenen Grenzwerte zu erreichen sind. In wenigstens 10 hessischen Städten werden die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide weiterhin regelmäßig überschritten. Statt zu handeln, schob Hessens Umweltministerin die Schuld auf die Autoindustrie sowie die Bundesregierung und ist auf Tauchstationen gegangen. Die Autohersteller haben betrogen, das steht außer Zweifel. In diesem Ausmaß konnte das aber nur mit kräftigem Weggucken der Politik gelingen. Aber nicht nur Bundesbehörden haben weggeschaut. Auch Ministerin Hinz wusste seit spätestens Oktober 2014, dass selbst die meisten Euro-6-Diesel-Pkw den Grenzwert nur auf dem Papier, nicht aber in der Realität einhalten. Haben Sie uns ja selber in einer Kleinen Anfrage geantwortet. Das war ein Jahr vor Bekanntwerden des Abgasskandals in den USA. Was hat die Ministerin eigentlich in diesem Jahr mit dem Wissen gemacht, außer Klagen der Deutschen Umwelthilfe abzuwehren? Abgetaucht sind sie, und das ist das Problem. Als es nicht mehr gelang, haben Sie sich dann für die blaue Plakette, also die Kennzeichnungspflicht für Diesel, aber gegen Fahrverbote ausgesprochen. Für die blaue Plakette gegen Fahrverbote? Wen wollten Sie damit eigentlich in das Licht führen? Der einzige Sinn der Kennzeichnung der Diesel mit der Plakette ist die Durchsetzung eines Fahrverbots. Nichts anderes. Ende Oktober letzten Jahres antworteten Sie im Umweltausschuss auf unsere Fragen zur blauen Plakette, dass diese ein Einfahrverbot zur Folge hätten, das zu einem deutlichen Rückgang des Verkehrsaufkommens führen würde, da mehr als 50% der Fahrten mit Dieselfahrzeugen erfolgten. Richtig, die blaue Plakette führt zu einem Einfahrverbot für alle Dieselfahrzeuge, die die Euro-6-Norm nicht erfüllen, und das sind die meisten. Und diese Fahrverbote würden für ganze Stadtteile gelten und nicht nur für einzelne Straßenzüge. Noch heute steht die Überschrift auf der Homepage des Umweltministeriums: Blaue Plakette besser als Fahrverbote. Das ist Unfug. Nehmen Sie diese Fake News von Ihrer Ministeriumsseite. Es sind Fahrverbote.
Wenn es in Deutschland weiterhin keine Entschädigung für den Betrug der Automobilindustrie gibt, läuft die blaue Plakette darauf hinaus, Millionen von Dieselfahrerinnen für den Betrug der Autohersteller in Mithaftung zu nehmen. Das kann doch nicht Ihr Plan sein, Frau Ministerin. Das kann doch überhaupt nicht die Position von Politik sein. Wir müssen doch die geschädigten Menschen vor der Industrie an der Stelle schützen, und die müssen die Verantwortung tragen. Und wie sollen die Betroffenen in die Städte kommen, wenn sie außer dem Einfahrverbot durch die blaue Plakette keine Alternativen schaffen? Verbot ohne Ersatz, wie soll das gehen? Darüber hinaus braucht es für die blaue Plakette eine Bundesregelung. Meine wenig verwegene Prognose ist, solange die CSU den Bundesverkehrsminister stellt, wird es keine blaue Plakette geben. Ich nehme mal an, dass hier niemand bezweifeln wird. Und selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Bundesregierung noch in diesem Jahr die Kennzeichnungsverordnung ändern sollte, bräuchte die Hessische Landesregierung zur Umsetzung der Einfahrverbote wiederum ein weiteres Jahr. Und laut Auskunft der Ministerin würden die Grenzwerte frühestens 2022/23 eingehalten werden können. Das zeigt doch, Frau Ministerin, dass es unrealistisch ist, das Stickoxidproblem mit der blauen Plakette zeitnah lösen zu wollen. Sie führen hier eine Phantomdiskussion, die von dem Unvermögen der GRÜNEN, die vielbeschworene Verkehrswende einzuleiten, ablenken soll. Nichts anderes ist das. Wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen, müsste ab 2030 der Großteil des Verkehrs klimaneutral, das heißt auch ohne Diesel-Pkw, auskommen. Daher ist es zu spät, sich jetzt für eine blaue Plakette und neue, vermeintlich saubere Diesel einzusetzen, die dann noch wiederum über 10 Jahre fahren sollen. Man muss den Menschen, die das Zeug kaufen, ja auch die Möglichkeit geben, es noch zu benutzen. Man kann es nicht heute kaufen lassen und es morgen untersagen. Also, haben Sie das völlig vergessen, dass das so abläuft in den Zeitläufen? Wir müssen jetzt alle erdenklichen Maßnahmen für die Verkehrswende ergreifen. Wie sonst sollten wir die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens erreichen? Weder Software-Update, noch blaue Plakette, noch der für die meisten Menschen unerschwingliche Umstieg auf Elektroautos führen zum Ziel. Wir brauchen keine wirkungslosen Software-Upgrades. Wir brauchen Politik-Upgrades, und das heißt Verkehrswende. Und wenn die GRÜNEN nicht mehr wissen, wie man Verkehrswende buchstabiert, empfehle ich Ihnen einfach einen Blick in Ihre alten Wahlprogramme. Da steht das alles drin. Wenn wir die Verkehrswende machen wollen, und wenn wir Klimaschutz ernst meinen und wenn wir lebenswerte Städte schaffen wollen, dann brauchen wir auch den Nulltarif. Verkehrswende heißt nicht nur ein massiver Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Verkehrswende heißt auch, allen Menschen den Zugang zur Mobilität zu ermöglichen, und zwar unabhängig von ihrem Portemonnaie, und ihnen den Umstieg zu erleichtern. Denn wer auf sein Geld achten muss und sich ein Auto leisten muss, nein, im Himmel ist nicht Jahrmarkt. Wer sich ein Auto leisten muss, der kann es sich eben nicht mehr leisten, bei allen möglichen Gelegenheiten mit der Bahn zu fahren. Und da ist überhaupt kein Jahrmarkt, da herrscht bittere Armut, und die geht Ihnen an ganz vielen Teilen vorbei. Überraschend und absurd ist es, dass sich in Hessen ausgerechnet Verkehrsminister Al-Wazir gegen die Einführung des Nulltarifs wehrt. Anstatt den Vorschlag der Bundesregierung, den Nulltarif in Städten auszuprobieren, aufzugreifen und in die Diskussion über Möglichkeiten zur Finanzierung und Umsetzung einzutreten, rechnet der Minister Anfang dieses Jahres die Kosten für den Nulltarif bewusst hoch. Das ist unseriös. Den vielfältigen Nutzen für Gesundheit, Umwelt, Flächengewinnung und Lebensqualität in den Städten, den ignorieren Sie schlicht und ergreifend. Was ist denn das für eine grüne Politik, frage ich Sie an der Stelle. Und dann kommt Hanaus Oberbürgermeister Kaminski und hat von der Landesregierung keine Unterstützung für sein Anliegen, ganz im Gegenteil. Er wollte den Nulltarif einführen, sagt, zu lange hat eine Mobilitätswende hin zu umweltfreundlicherem Verkehr bisher auf sich warten lassen. Es ist höchste Zeit zu handeln, sagt ein Bürgermeister in diesem Land.
Es sei in der Vergangenheit zu wenig beachtet worden, dass auch immer wiederkehrende Tarifsteigerungen Busse und Bahnen gerade für Menschen mit geringem Einkommen zunehmend schwer bezahlbar geworden sind. Und wenn Sie etwas zu sagen haben, kommen Sie doch nach hier vorne und brabbeln nicht von da hinten. Gleichzeitig sei eine Gerechtigkeitslücke dadurch entstanden, dass Gruppen wie beispielsweise Landesbedienstete in Hessen in den Genuss von Gratisfahrten kommen. Das ist doch das, was Sie erzeugt haben. Sie haben doch eine Neiddebatte damit aufgemacht. Ich finde das ja richtig, dass die Landesbediensteten gratis fahren, aber alle anderen sollten es auch tun dürfen. Denn die einen fragen sich schon, warum die anderen es bekommen und sie nicht. Besonders die Menschen mit geringem Einkommen sind auf den ÖPNV angewiesen. Und deshalb brauchen wir den Nulltarif. Der ist sozial und ökologisch sinnvoll. Na, ich möchte einmal wissen, wie viele Kilometer Sie im öffentlichen Nahverkehr verbringen. Und vielleicht könnten Sie da an Ihrem ganz persönlichen Verhalten noch ein bisschen arbeiten. Das würde sicher helfen. Aber die schwarz-grüne Landesregierung weigert sich, für den Nulltarif notwendige Gesetzesgrundlagen zu schaffen, zum Beispiel durch eine Änderung des Kommunalen Abgabengesetzes. Also, unser Antrag gibt Ihnen hier Möglichkeiten, da noch einmal daran zu arbeiten, und dazu lade ich Sie herzlich ein. Danke, Frau Kollegin Schott. – Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Dorn von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Kollegin Schott, wir wissen ja, dass Sie sich in diesem Wahlkampf zum Ziel gesetzt haben, am allerwichtigsten Ziel, die GRÜNEN unglaubwürdig zu machen. Ob das für eine linke Partei die richtige Idee ist, müssen Sie selbst beurteilen. Aber ich würde Ihnen raten, wenn Sie schon sozusagen als einziges Ziel hier haben, die GRÜNEN zu beschimpfen, dass Sie sich vielleicht Punkte raussuchen, wo Sie auch irgendwie einen Anlass haben der Kritik, anstatt hier lauter Dinge vorzustellen, von denen kein Mensch in diesem Raum überhaupt versteht, um was es noch geht, und die alle überhaupt keine Fakten über die Wirklichkeit haben. Wir haben, und jetzt, um das mal einmal auszuräumen, was alles die Umweltministerin Priska Hinz für das Thema Luftreinhaltung gemacht hat. Welche Umweltzonen sind denn gegründet worden, seitdem Umweltministerin Priska Hinz hier entsprechend an der Regierung ist? In Darmstadt, in Offenbach, in Wiesbaden, in Marburg, in Limburg. Wer kümmert sich denn im Bundesrat dafür, Frau Kollegin Schott, dass wir dafür kämpfen, dass es eine echte Hardware-Umrüstung gibt? Diese Umweltministerin. Und wer kümmert sich denn darum, um das Thema blaue Plakette? Wir können ja gerne noch einmal näher darauf eingehen. Diese Umweltministerin, sich hier hinzustellen, so zu tun, als ob das Thema Luftreinhaltung hier keine Rolle spielen würde, lesen Sie eigentlich Zeitungen, Frau Schott? Ich versuche einmal zum Thema zu kommen, weil eigentlich geht es ja hier um das Thema Dieselskandal und ÖPNV. Darüber hat leider die Frau Kollegin Schott nicht so viel verloren in der Beschimpfung der GRÜNEN. Der Dieselskandal läuft nun seit 3 Jahren. Die Aufklärung läuft schleppend. Wir haben eine Salamitaktik, da kommen immer neue Dinge ans Licht. Und der Vertrauensverlust in die deutsche Automobilindustrie wird immer größer und größer. Und das ist das Problem, denn viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben ja Dieselautos im Glauben gekauft, dass es gute Autos sind, und wurden herb enttäuscht. Und diese Verbraucherinnen und Verbraucher, dieses Vertrauen muss man zurückgewinnen, und dafür trägt in allererster Linie die Automobilindustrie die Verantwortung. Gerade leistet die Staatsanwaltschaft beste Aufklärungsarbeit. VW hat nun 1 Milliarde Bußgeld akzeptiert. Ich hoffe sehr, dass die Unternehmen verstehen, dass es in ihrem Interesse sein muss, dass sie endlich jetzt Verantwortung übernehmen, dass sie Willen zeigen zur Aufklärung, Willen zur Kooperation, dass jahrelange Verschleppen und Vertuschen muss endlich ein Ende haben. Und genau deshalb brauchen wir ein klares Signal der Umkehr, ein klares Signal der Automobilindustrie. Und da muss ich eines ganz klar sagen. Diese Forderung nach Software-Update, dieses Angebot, das bringt überhaupt nichts. Das bringt nichts für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Das bringt nichts für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen. Wir brauchen endlich eine Hardware-Umrüstung, und zwar aller Dieselautos, und zwar auf Kosten der Hersteller. Die Verbraucherinnen und Verbraucher können hierfür nicht herangezogen werden.
Ich finde es schade, dass hier das Bundesverkehrsministerium und das Bundesumweltministerium immer noch im Streit sind über diese Frage, weil die Hardwareumrüstung wäre möglich, die Kosten sind tragbar. Und das Chaos der Großen Koalition führt hier überhaupt nicht weiter. Auch die Musterfeststellungsklagen, die jetzt gerade im Bundestag gemacht worden sind, wichtiger erster Schritt, aber ich empfinde sie halbherzig. Denn es ist gut, wenn Verbraucherverbände jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher vertreten können. Aber die eigentliche Hürde ist ja die Frage Schadensersatzansprüche. Und die müssen noch einmal ganz gesondert dann angegangen werden, falls entsprechend erfolgreich sie siegen. Und das dann mit vollem Risiko auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn jemand für die Verbraucherin hier kämpfen muss, dann ist es die Bundesregierung gegen die Interessen der Automobilindustrie. Und hier würde ich mir viel mehr Rückendeckung erwarten. Und Frau Kollegin Schott, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie eigentlich mit dem Thema blaue Plakette wollen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was Sie überhaupt fordern für die Luftreinhaltung, außer die Frage kostenloser ÖPNV. Das habe ich noch verstanden. Dieses Thema blaue Plakette. Da hat sich ja leider jetzt auch die neue Umweltministerin auch die Segel gestrichen. Da wünsche ich mir Barbara Hendricks zurück, liebe SPD. Die hat immer noch gestanden, wenn auch der Gegenwind kam. Denn diese Grenzwerte existieren ja nicht, weil es irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Die existieren wegen der Gesundheit der Menschen, weil gerade kleine Kinder, weil gerade ältere Menschen von Stickstoffdioxid besonders betroffen sind. Und wir haben wirklich jahrelang als Grüne gewarnt vor diesen Stickstoffdioxidüberschreitungen. Wir haben jahrelang davor gewarnt, dass endlich etwas passieren muss. Und jetzt stehen wir leider als Länder mit dem Rücken an der Wand, weil die Urteile kommen, ein Urteil folgt dem anderen. Und jetzt kommen die ersten Fahrverbote. Und Frau Kollegin Schott, vielleicht überlegen Sie sich noch einmal ein generelles Fahrverbot gegenüber einer blauen Plakette. Das generell ist das Wichtige. Denn wenn man nämlich keine blaue Plakette hat, dann gibt es generelle Fahrverbote, entweder für ganze Straßenzüge, für ganze Städte. In Hamburg hat es ja angefangen, in einigen Städten sind wir kurz davor, in Hessen drohen sie auch. Und wir als GRÜNE, das ist jetzt nicht die Meinung des Koalitionspartners, wir als GRÜNE sind der Meinung, dass es wichtig wäre, eine blaue Plakette zu haben. Dann könnten nämlich die, die einen saubereren Diesel besitzen, könnten dann in diese Straßenzüge einfahren. Das wäre sinnvoll, besser, als wenn keiner reinfahren kann. Und ganz wichtig, vielleicht bin ich ja an dem Punkt, haben Sie vielleicht irgendwie Interesse. Die Frage von Ausnahmen, die kann man in der Umweltzone regeln. Die Frage von Ausnahmen für Krankenwagen, die Frage von Ausnahmen für Handwerker. Genau deswegen finden wir weiterhin, eine blaue Plakette ist besser als generelle Fahrverbote. Ich hätte eigentlich gerne mit Ihnen darüber diskutiert, über die Frage ÖPNV. Sie haben das ja verbunden in dieser Debatte, finde ich auch richtig. Es zu verbinden, weil wir brauchen wirklich, es ist ein Anlass, über die echte Verkehrswende zu reden. Man könnte auch an dieser Stelle mal über die Frage des Autokaufsverhaltens reden, weil immer größer, immer breiter, immer schönere Reifen ist auch eine Frage, aber das ist nicht Aufgabe der Politik. Aufgabe der Politik ist es, Alternativen zu stärken. Und diese Alternativen, da haben wir eine Menge getan, Frau Kollegin Schott. Auch da frage ich mich, wo Sie die letzten 5 Jahre eigentlich waren. Wir haben nämlich die Weichen für eine umweltfreundliche Verkehrswende gestellt. Wir haben es erreicht, dass wir bessere Bus- und Bahnverbindungen haben, indem wir die hessischen Verkehrsverbünde gestärkt haben. Bis 2021 jährlich rund 800 Millionen €, also ein Viertel mehr als vorher. Das ist einiges für die Verkehrswende, Frau Kollegin Schott. Wir haben Rekordinvestitionen bei der Schieneninfrastruktur vorangebracht. Wir bauen Radwege aus. Wir haben die AG Nahmobilität gegründet, die den Kommunen hilft, bessere Rad- und Fußwegkonzepte zu machen. Bei der E-Mobilität, auch das ist eine Alternative zur Frage Diesel. Wir haben die Busförderung hier in Wiesbaden. Wir haben die Ladeinfrastruktur fördern wir. Und auf was wir ganz besonders stolz sind, wir haben das Schülerticket auf den Weg gebracht. Alle Schülerinnen und Schüler Hessens, alle Azubis, alle, die im Bundesfreiwilligendienst tätig sind, die können für 1 € am Tag in ganz Hessen Bus und Bahn fahren. Das Landesticket, das ist auch ganz wichtig, ist nicht kostenlos, sondern Teil der Tarifeinigung. Alle Angestellten, alle Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen können kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Da gehen wir voran. Als guter Arbeitgeber mit gutem Beispiel gehen wir da voran. Und das Spannende ist ja, dass die Leute dann eben nicht mehr dass die neue Wege finden, dass sie plötzlich merken, dass Umsteigen attraktiv ist. Wir haben ganz viele Rückmeldungen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so gut eigentlich meine Verbindung doch ganz günstig ist. Ich lese jetzt etwas auf dem Weg zur Arbeit. Ich finde das total entspannt. Ich habe eine neue Freiheit dazu gewonnen. Und da fragen Sie mal die Schülerinnen und Schüler. Die denken natürlich, wäre schön, wenn die an Klimaschutz denken würden, aber sind wir realistisch. Die denken an die nächste Party, die sie machen können. Die wollen mit Freunden sich in Frankfurt treffen, ein schönes Konzert besuchen. Die haben eine echte Freiheit dazu gewonnen mit dem Schülerticket. Das ist genau die Politik, die erfolgreich ist.
Und genau da wollen wir hin. Wir wollen ein Bürgerticket, das allen Bürgern diese Freiheit bietet. Und da haben wir bewiesen, dass wir die ersten Schritte möglich gemacht haben und dass wir die kommenden auch machen können. Und das Seniorenticket ist ein weiterer Schritt, was wir uns als Grüne vorstellen. Und da ist der große Unterschied, Frau Kollegin Schott, zu den Linken. Man kann ja von einem ÖPNV träumen, den die Kunden nicht mehr bezahlen müssen, der dann über Steuern finanziert wird. Man kann davon ja träumen. Die Debatte ist ja auch nicht jung, die ist ja sehr alt. Wir wollen aber vorankommen. Wir wollen, dass unsere Vision jetzt Wirklichkeit wird und nicht irgendwann einmal. Und genau das, Sie müssen ja auch irgendwann einmal beantworten können, wie wollen Sie das in dem Bundesland umsetzen, Frau Kollegin Schott? Was wollen Sie tun? Wir wollen uns an unseren Taten messen lassen können. Und jetzt bin ich keine Politikwissenschaftlerin wie Tarek Al-Wazir oder Matthias Wagner. Die sind immer dabei, dann entsprechend Feuerbach-Thesen entsprechend hier zu erörtern. Da fühle ich mich als Psychologin nicht ganz berufen. Aber ich habe Rosa Luxemburg gefunden. Ich meine, das ist ja auch für die Linken auf jeden Fall ein wichtiges Vorbild. Und die hat gesagt, du wirst nicht danach beurteilt, was du sagst, sondern was du tust. Genau das haben wir getan. Wir haben mit dem Schülerticket und dem Jobticket bewiesen, ein Einstieg in das Bürgerticket ist möglich. Genau diesen Einstieg wollen wir weiterverfolgen. Und ich frage Sie, die Kollegen der Linken, wenn das alles so einfach wäre, was haben denn eigentlich die Kollegen in Thüringen gemacht? Warum haben die das denn nicht eingeführt? Und die würden sich gerade freuen, wenn sie das Schülerticket einführen, die Kollegen in Thüringen. Und die Frau Kollegin Wissler hat ja hier im Plenum einmal sehr ausführlich debattiert über die Frage, wie konnte es eigentlich sein, dass Tarek Al-Wazir damals, als der Bund angeboten hat, man könnte ja einige Städte kostenlosen ÖPNV machen, dieser PR-Gag, hat sie uns angegriffen, wie das dann sein kann, dass gerade Tarek Al-Wazir sich skeptisch zeigt. Ich habe dann einmal vom März das Plenum durchgelesen in Thüringen, da war das nämlich auch Thema. Sie müssten sich einmal da die längere Debatte durchlesen von Staatssekretär Sühl. Von wem ist der Staatssekretär Sühl? Staatssekretär Sühl? Von wem ist der Staatssekretär Sühl noch einmal von welcher Partei? War die Linke, oder? Die Linke. Und da hat der Herr Staatssekretär Sühl, das habe ich leider meinen Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ich muss halt am Ende kommen. Auf jeden Fall hat er sich sehr skeptisch gezeigt, ob das wirklich durchfinanziert ist, und hat deutlich gemacht, dass erst einmal andere Schritte in Thüringen anstehen. Das fand ich ganz spannend. Ich hätte es gerne vorgetragen. Ist mir leider nicht möglich. Wir bereiten parallel die nächsten Schritte vor. Und wir hoffen, dass noch einige Bundesländer uns folgen werden mit dem Schülerticket, mit dem Jobticket und vielleicht mit anderen Tickets. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Dorn. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Strobe von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als SPD-Fraktion fordern ein umfassendes Investitionsprogramm für eine nachhaltige Mobilitätswende im Einklang mit besseren Angeboten im ÖPNV und der Elektromobilität. Unsere erste Botschaft dazu lautet, dass wir einen starken öffentlichen Nahverkehr für die Zukunft brauchen. Und die zweite Botschaft lautet aber auch, Hessen ist auch ein Land der Automobilindustrie. Die beiden Automobilhersteller in Nord- und Südhessen sind zwei wichtige Industriestandorte und zugleich wichtige Arbeitgeber für uns hier in Hessen. Volkswagen mit seinen rund 17.000 Mitarbeitern in meiner Heimatstadt Baunatal und Opel in Rüsselsheim mit noch 16.000 Beschäftigten sowie den dazugehörigen Zulieferern. Bei beiden Werken stehen wir Seite an Seite mit den Unternehmen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, werden damit unserer Verantwortung gerecht, diese Wirtschaftsstandorte auch in Zukunft zu sichern und damit den Erhalt der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Und jetzt zum Thema Stickoxide und Grenzwerte. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass die Hauptursache für die Überschreitung der Grenzwerte die Dieselfahrzeuge sind. Wie sinnvoll dagegen jedoch die Dieselfahrverbote oder höhere Steuern sind, ist jedoch strittig. Aus meiner Sicht bestrafen wir an dieser Stelle die Falschen, die Verbraucher, die im guten Glauben ein Dieselfahrzeug gekauft haben.
Und auch eine blaue Plakette für Fahrzeuge mit geringerem Schadstoffausstoß ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch keine Lösung. Sie macht nämlich die alten Diesel auch nicht sauberer. In der Pflicht ist aus unserer Sicht die Automobilindustrie. Sie muss aus unserer Sicht als Verursacher intensiv tätig werden. Zum einen müssen sie an einer schnellen, kurzfristigen technischen Nachrüstung arbeiten und darüber hinaus mittelfristig Hardware-Nachrüstungen an den Motoren der Dieselfahrzeuge vornehmen. Letzteres ist erst leider ab 2019 möglich. Die Kosten der Nachrüstung sind von der Automobilindustrie zu leisten und können nicht auf dem Rücken der Verbraucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen werden. An dieser Stelle gibt es allerdings keine Möglichkeit, sie zur Kostenübernahme zu zwingen. Wir sehen sie dazu aber moralisch gegenüber den Verbrauchern und ihren eigenen Mitarbeitern verpflichtet. Sie haben umweltfreundliche Dieselautos versprochen, und nun müssen sie das auch liefern. Da ich vorher von Einklang gesprochen habe, gilt es dann vor allen Dingen aber auch, den drei hessischen Verkehrsverbünden NVV, RMV und VRN zur Seite zu stehen und seitens des Landes ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Attraktivität eines bezahlbaren ÖPNV mit guter Taktung in Stadt und Land oder überhaupt eine Anbindung zu schaffen. Und Sie als CDU-geführte Landesregierung haben in den letzten 19 Jahren die Verkehrsverbünde rein gar nicht unterstützt, lediglich die vorhandenen Mittel durchgereicht. Und erst seit 2 Jahren investieren Sie in Verkehrsverbünde mit jährlich 41 Millionen €. Ganz ehrlich, das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Diese Landesmittel reichen bei weitem nicht aus. Sie werden dafür ausgegeben, um keine Linien abzuschaffen und den Status quo zu erhalten. Und wenn Sie mich vielleicht im Anschluss noch zitieren wollen, dass der NVV von Wolfgang Rausch und Stefan Reuß damit sehr zufrieden war, muss ich Ihnen sagen, Sie waren damit zufrieden, weil sonst haben Sie ja gar nichts bekommen, und das war besser als nichts. Und dann muss ich Ihnen auch sagen, dass an dieser Stelle auch keine Rede in der kommenden Woche anlässlich der Jungfernfahrt des ersten vom Land Hessen geförderten Elektrobusses in Fulda ausreicht. Oder die Abbildung auf Ihrer Homepage unter dem Thema Mobilität Hessen, Mobilität der Zukunft, vernetzt, nachhaltig und umweltverträglich. Und wie Sie selbst, Herr Al-Wazir, in der letzten Plenarsitzung im März gesagt haben, ohne Moos nichts los. Kommen Sie daher als Landesregierung endlich Ihren Verpflichtungen nach und zeigen Sie mehr Engagement. Unterstützen Sie Verkehrsverbünde mit ausreichenden finanziellen Mitteln. Und jetzt noch ein Punkt zum Thema Elektromobilität. Ja, Elektromobilität ist auch für uns in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Thema hier in Hessen. Zu einem für unseren Volkswagen in Baunatal, deren Standortsicherung durch viele Gespräche von Manfred Schaum mit dem Konzern getätigt wurden. Und zum anderen ist die Elektromobilität die Mobilität der Zukunft. Hierzu ebenfalls auf Ihrer Homepage zu finden, loben Sie sich bereits seit 2008, dem Thema Elektromobilität umfangreich zu widmen und dies als Schwerpunktthema gemacht zu haben. Leider fällt das aber niemandem auf. Sie fördern ein Bündel an Projekten, die aber im Ergebnis kein Gesamtkonzept für eine klimafreundliche Verkehrswende ergeben. Und jetzt zu Ihrem Antrag, liebe LINKE. Wir als SPD-Fraktion werden den Antrag dennoch ablehnen. Sie zielen in Ihrem Antrag auf einen Nulltarif in ÖPNV ab. Aus unserer Sicht ist das eine schöne Vision für die Zukunft. Wir wollen auch einen kostengünstigeren ÖPNV. Vorher wollen wir jedoch in die Infrastruktur investieren. Und Sie wollen die vorhandenen Mittel in den Straßenausbau zugunsten des ÖPNV umschichten. Dies ist ebenfalls nicht mit uns zu machen, da für uns der Ausbau des Straßennetzes ebenfalls wichtig ist. Hier muss man an dieser Stelle zusätzliche Mittel für den ÖPNV in die Hand nehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Strube. Das war Ihre erste Rede in diesem Haus. Von unserer Seite herzlichen Glückwunsch dazu. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Lenders das Wort.
Ihr seid einfach zu nett. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was wir jetzt hier gerade so erlebt haben, war ja so die klassische Auseinandersetzung, wer denn jetzt nun wirklich die eigentliche grüne Partei ist, ob das jetzt die Linken sind oder ob es die Grünen sind. Also den Streit, also es ist ja schon spannend zu sehen, wie man, na, das will ich für uns auch gar nicht in Anspruch nehmen, Herr Kaufmann, da bin ich ja durchaus bei Ihnen. Aber eins Richtige, Frau Schott hat ja gesagt, das ist die Frage, was hat eigentlich die Automobilindustrie zu verantworten? Ich glaube, da sind sich alle einig. Die Automobilhersteller haben ihre Kunden betrogen, und dazu müssen sie zur Verantwortung gezogen werden. Und diese Entschädigung, die muss zulasten der Automobilindustrie gehen. Und ich glaube, da darf es auch gar kein Vertun geben. Und, meine Damen und Herren, es hat immer eine Schnittmenge natürlich mit der Frage zu tun, wie sauber sind denn eigentlich unsere Innenstädte? Wie sieht es denn aus mit den Belastungen, mit den Grenzwerten? Werden sie eingehalten, ja oder nein? Und welches ist das richtige Instrument, um diese Grenzwerte einzuhalten? Da wird dann die blaue Plakette diskutiert. Das hatten wir jetzt gerade auch. Und da werden dann die generellen Fahrverbote herangenommen. Im Moment ist es einmal so, dass wir es erleben, dass in Hamburg tatsächlich denn jetzt ein Fahrverbot verhängt worden ist, ein Fahrverbot, und das wird dann die Praxis sein für einen bestimmten Straßenzug, ein paar hundert Meter lang, wo dann jetzt Umwege gefahren müssen, die gleich ein paar Kilometer weit lang sind, meine Damen und Herren. Das ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, sondern da wird nur an einer Messstation, wo die Grenzwerte überschritten sind, wird die Sperrung vollzogen. Wenn Sie das jetzt einmal übertragen auf die blaue Plakette, dann kommt das der Frage der Enteignung und des generellen Fahrverbots mit allen Ausnahmen, kommt die blaue Plakette dem generellen Fahrverbot viel, viel näher als jetzt hier so Streckenabschnitte, die einzeln gesperrt werden. Und das bringt uns zu der Frage, Frau Dorn. Das bringt uns zu der Frage, Frau Dorn, wie denn überhaupt diese Messstationen aufgebaut sind. Ich will die Grenzwerte überhaupt nicht in Frage stellen. Sind die Grenzwerte überschritten, muss es Maßnahmen geben, muss es einen Reinhaltungsplan geben, und die Maßnahmen müssen auch umgesetzt werden. Man kann sich Grenzwerte nicht immer so malen, wie sie ihm gerade passt. Da bin ich durchaus bei Ihnen. Aber da müssen Sie auch sehen, seit 1990 sind die Stickstoffoxide um 60% zurückgegangen. Die flüchtigen organischen Verbindungen 70% zurückgegangen. Kohlenmonoxid ist um 80% zurückgegangen. Schwefeldioxid um 95% zurückgegangen. Das sind nicht meine Zahlen, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sagt das Bundesumweltamt. Und wenn Sie mehr auch einer modernen Technologie, tatsächlich wie der Euro 6 Norm beim Diesel, ich hatte das hier schon einmal gesagt, auch einmal eine Chance geben, und abwarten, dass sich eine Flotte, eine Pkw-Flotte auch erneuern kann, dann werden Sie sehen, dass auch an den Messstationen, die im Moment zu hoch belastet sind, die Grenzwerte runtergehen werden. Es ist ein bisschen eine Hysterie, zu sagen, dass in unseren Innenstädten die Luft einfach schlecht ist. Noch nie war die Luft so sauber wie heute. Das ist so. Das ist so. Noch nie. Ja, also zumindest seitdem wir über Industriezeitalter reden. Also wenn wir uns darauf verständigen, also vielleicht will Frau Wissler ja zurück ins tiefste dunkle Mittelalter. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht hin. Aber gut, nehmen wir mal als Maßstab einfach mal die Zeit der Industrialisierung. Meine Damen und Herren, und viele Menschen, viele Bürger reagieren auch mit Unverständnis auf diese Fahrverbote. Weil sie natürlich sich fragen, ja, wieso denn diese Straße, diese andere Straße nicht? Und viele fragen, warum werden denn diese Grenzwerte und diese drakonischen Maßnahmen denn nicht auch in anderen Ländern umgesetzt? Es scheint wohl so zu sein, dass das, was die EU da an Vorgaben gemacht hat, nicht unbedingt in jedem Land so eins zu eins umgesetzt wird. Ich will das aber auch nicht unbedingt als Maßstab für uns sehen. Aber eins sollten wir uns darauf verständigen. Die Dieseltechnologie in Deutschland mit der Euro 6 Norm ist eine der besten und effizientesten Antriebsformen, die wir haben. Und die deutsche Industrie, die deutsche Automobilindustrie hat hier in dieser Technologie die Nase vorn. Sollten wir den Fehler machen,
diese Technologie abzuschneiden, gefährden wir einer der wichtigsten Bausteine der deutschen Automobilindustrie mit ihren Arbeitsplätzen. Die anderen Antriebsformen, von denen da immer die Rede ist, das ist vor allen Dingen die Elektromobilität, das sind Länder wie China und Japan, die dort ein Augenmerk darauf gerichtet haben. Und jetzt sollten wir nicht den Fehler machen, deren Geschäft zu betreiben. Was dabei passieren würde, wenn wir uns jetzt hier tatsächlich komplett auf Elektromobilität versteifen würden, meine Damen und Herren, was das für Auswirkungen auf die auf seltene Erden, auf die Entsorgung, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Aber de facto ist es, dass die Umweltbilanz eines Dieselfahrzeugs, nehmen Sie auch noch einmal den CO2-Ausstoß mit da rein, dass der wirklich besser ist als das modernste Benzinfahrzeug. Und ich glaube, dass wir tatsächlich dazu kommen müssen, dass wir in Hessen, in Deutschland, in Europa rechtskonforme, standardisierte, bundesweit einheitliche, vergleichbare Durchführung von Schadstoffmessungen bekommen müssen. Gegebenenfalls müssen wir auch die Standorte auch anpassen. Und bei der Festlegung von Grenzwerten und der Gestaltung des Luftreinhalteplans müssen alle Säulen der Nachhaltigkeit, ob das ökologische, ökonomische oder soziale, beachtet werden. Sie sind gleichmäßig gleichrangig zu werden. Und der Einsatz von digitalen Verkehrslenkungen, um starre Fahrverbote zu vermindern, müssen wir prüfen und müssen wir dann auch gegebenenfalls einsetzen. Es gehört auch dazu, dass wir den Ausbau von Umgehungsstraßen voranbringen. Ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass der ÖPNV auch für uns einen großen Anteil hat, dass er eine große Chance bietet. Tatsächlich die Belastungen, die wir in den hessischen Innenstädten haben, vor allen Dingen im Ballungsraum, dass wir dem dann einmal etwas entgegensetzen können. Weil Staatsminister Al-Wazir hat es an anderer Stelle schon einmal gesagt, ich würde das wiederholen. Ich würde ihm auch da recht geben. Wir drohen an Teilen an einem Verkehrskollaps zu leiden. Und nur wenn wir die Verkehrsträger nicht gegeneinander, sondern miteinander denken, miteinander vernetzen, Transparenz, Umsteigemöglichkeiten tatsächlich schaffen, dann wird da ein Schuh draus. Bei der Frage Nulltarif für den ÖPNV, da mache ich dann allerdings ein ganz großes Fragezeichen dran. Sie werden dann, wenn Sie das schaffen, Frau Wissler, am Ende nur mit dieser Forderung das Problem, das wir im Moment beim ÖPNV haben, verschärfen. Wenn Sie die Marktkräfte außer Kraft setzen, dann haben Sie einen hochsubventionierten ÖPNV im Ballungsraum, und gleichzeitig wissen Sie nicht mehr, wie Sie die Infrastruktur im ländlichen Raum, wie Sie überhaupt noch ÖPNV darstellen sollen. Da setzen Sie dann auf ehrenamtliches Bürgerengagement. Es kann nicht sein, dass wir an der einen Seite über ehrenamtliches Bürgerengagement nachdenken und dann viele Steuermittel dafür einsetzen, dass kostenlos im Rhein-Main-Gebiet gefahren werden kann. Meine Damen und Herren, Sie bringen dann tatsächlich mehr Menschen dazu, den ÖPNV zu nutzen. Das ist ein Effekt, den diese Landesregierung sowieso schon angestoßen hat. Aber die Züge stehen schon einmal von vorne bis hinten am Bahngleis. Sie werden nicht viel mehr Menschen in den nächsten Jahren mit dem ÖPNV transportieren können. Und das hat nichts mit einer Qualitätsverbesserung zu tun. Das ist eher eine Qualitätsverschlechterung. Das heißt mit anderen Worten nichts anderes. Wir müssen zunächst die Verkehrsinfrastruktur, die Schieneninfrastruktur, die ÖPNV-Infrastruktur ausbauen, sie in einen Einklang bringen, auch mit dem Straßenausbau. Und dann macht es auch Sinn, dass mehr Menschen auf einen qualitativ guten ÖPNV umsteigen können. Insofern, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, werden wir auch Ihrem Antrag nicht zustimmen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit etwas weniger Ideologie, vernünftigen Argumenten solch eine Diskussion führen könnten. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Caspar zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion der LINKEN hat hier aufgerufen, einen Antrag, der sich mit Stickoxiden in den Städten beschäftigt. Als erstes kann ich feststellen, alle anderen Fraktionen
haben sich ja dazu geäußert. Und auch unsere Fraktion sieht das so, dass wir dem Antrag nicht zustimmen werden. Das heißt, es wird deutlich, dass es eine Position ist, die Sie hier nur alleine einnehmen in dem Parlament. Und ich glaube, das hat gute Gründe. Denn zunächst einmal muss man feststellen, dass seit 150 Jahren die Luft in den Städten noch nie so sauber war wie heute. Und das ist natürlich das Ergebnis von vielen Maßnahmen. Wir hatten große Luftverschmutzungen in den Städten durch die Industrialisierung. Wir hatten große Luftverschmutzungen durch den Autoverkehr. Und wir haben eine Trendwende bekommen, seitdem im Bewusstsein ist, dass die Schadstoffe verringert werden müssen. Und das ist sowohl im Bereich der Industrie als auch im Bereich des Verkehrs. Denken Sie an die Einführung des Katalysators schon vor vielen Jahrzehnten und dann immer weiterer und strengerer Regulierungen, die dazu geführt hat, dass die Luft in unseren Städten immer besser geworden ist. Es ist so, dass auch das, was die EU auf den Weg gebracht hat an Grenzwerten, in vielen Bereichen mittlerweile in den Städten eingehalten wird. Auch da gibt es eine Verbesserung. Denken Sie an Feinstaubpartikel, wo es uns gelungen ist, schon seit vielen Jahren jetzt diese Grenzwerte einzuhalten. Auch da hat sich die Luftqualität verbessert. Aber auch bei allen anderen Schadstoffen ist es mittlerweile so, dass die Schadstoffe so gering sind, dass alle Grenzwerte eingehalten werden in den Städten. Und ich darf feststellen, dass das für die Menschen, die in den Städten leben, auf jeden Fall schon einmal sehr erfreulich ist. Richtig ist, dass wir im Bereich der Stickoxide nach wie vor in der Situation sind, dass hier Grenzwerte überschritten werden. Aber auch hier muss man feststellen, dass es erfreulicherweise jedes Jahr weniger Städte sind, in denen das der Fall ist. Also auch hier ist der Trend in der richtigen Richtung. Und er kann natürlich vorangebracht werden, wenn es uns gelingt, diejenigen, die Schadstoff ausstoßen, und beim Bereich der Stickoxide sind es eben vor allem alte Dieselfahrzeuge, diese Fahrzeuge zu verringern, die Anzahl der Fahrzeuge zu verringern, indem wir Verkehr verlagern, indem wir bessere und innovative Antriebstechnologien einsetzen. All das sind Dinge, mit denen wir unterwegs sind und die wir auf den Weg gebracht haben und die auch ganz gut vorangehen. Insoweit glaube ich, auch in der Hinsicht bewegen wir uns in die richtige Richtung. Die Ansätze, die Sie hier vorschlagen, zum Beispiel kostenloser ÖPNV, würde uns jetzt akut relativ wenig helfen, aus folgendem Grund. Wir haben die Situation, dass in den Ballungsräumen die Infrastruktur auch im Bereich des ÖPNV sehr bis an die Grenze ausgelastet ist. Und wir müssen zunächst einmal in die Infrastruktur auch in der Hinsicht investieren. Und auch dort sind wir viel unterwegs, an vielen Stellen unterwegs. Denn es nützt nichts, wenn man die Idee hat, man kann in einen vollen Zug noch weitere Personen hineinbekommen. Auch da sind wir teilweise am Limit. Deswegen bin ich sehr froh, dass auch der Bund das erkannt hat und nun für den Bereich Infrastruktur erheblich mehr an Investitionen tätigt, auch z.B. für schienengebundenen Verkehr. Hier hat man ja die Mittel erheblich erhöht. Sie wissen, früher war es so, dass Hessen nur etwa 7,4% der Bundesmittel für seine Verkehrsprojekte bekommen hat. Mittlerweile sind es jetzt 12% in dem neuen Bundesverkehrswegeplan. Und hierbei sind eben auch viele Schienenprojekte. Denken Sie an die Regionaltangente West, die auch davon partizipieren kann. Denken Sie an die Nordmainische S-Bahn. Denken Sie an das Projekt S-Bahn-Anbindung Gateway Gardens oder auch den Punkt, über den wir heute Morgen gesprochen haben, nämlich durch Fernbahnlinien zusätzliche Kapazitäten für öffentlichen Personennahverkehr und regionalen Verkehr zu schaffen. All das sind Dinge, mit denen wir, glaube ich, gut auf dem Weg sind.
Deswegen ist es auch völlig unangemessen, dass Sie diesen Antrag hier eingebracht haben. Das Thema selbst ist ja hier im Parlament schon zigmal diskutiert worden. Das ist auch bekannt. Der einzige Grund, warum Sie es jetzt hochziehen, ist, dass Sie meinen, wenige Monate vor der Landtagswahl insbesondere die grünen Ministerien hier angreifen zu müssen. Das ist das einzige Motiv dieses Antrags. Es geht Ihnen überhaupt nicht um die Sache. Was aber noch schlimmer ist, dass Sie, obwohl, wie ich Ihnen dargelegt habe, die Luftqualität in den Städten sich so verbessert hat, dass Sie bewusst mit den Ängsten der Menschen hinsichtlich ihrer Gesundheit politische Stimmung machen wollen, zulasten der hier in diesen Fragen außerordentlich engagierten grünen Ministerin und des grünen Ministers. Beides völlig unangemessen, bloßes Wahlkampfmanöver. Und das hat meiner Ansicht nach überhaupt keine sonstige Funktion. Wir haben das alle durchschaut, und es hat schließlich seinen Grund, dass keine andere Fraktion Ihrem Antrag hier zustimmen will. Vielen Dank. Danke, Herr Caspar. Für die Landesregierung hat sich Staatsminister Al-Wazir zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Linksfraktion hat am 24. Januar 2018 einen Antrag eingebracht, hat ihn dann, wie sagt man das beim Metzger, gut abhängen lassen und jetzt im Juni zum Setzpunkt gemacht. Ich glaube, an dieser Stelle ist klar, ist ja auch schon gesagt worden, dass das eher etwas damit zu tun hat, dass die Frau Kollegin Schott jetzt denkt, sie müsse die Linkspartei als die besseren Grünen positionieren. Das wird nicht gelingen, Frau Kollegin Schott. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ich will vielleicht an dieser Stelle sagen, ich bin trotzdem dankbar, dass Sie das zum Setzpunkt gemacht haben, weil es mir noch einmal Gelegenheit gibt, an dieser Stelle über zukunftsfähige Mobilität zu reden. Über die haben Sie nämlich nicht geredet. Und wenn wir über zukunftsfähige Mobilität reden, dann ist völlig klar, wir haben ein Stauproblem, wir haben ein Kapazitätsproblem im öffentlichen Personennahverkehr, wir haben natürlich auch die Aufgabe, dass wir die Luft in unseren Städten besser machen müssen. Wir brauchen am Ende eine Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens, aber das funktioniert halt nicht, indem man einen Antrag im Landtag stellt, sondern es funktioniert nur durch harte Arbeit an ganz vielen unterschiedlichen Punkten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau deswegen haben wir damit begonnen. Und wenn Sie sich erinnern an unsere Hessenstrategie Mobilität 2035, wo wir an unterschiedlichsten Punkten klargemacht haben, was das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bedeuten wird, von der Digitalisierung, die wir dann nutzen werden, über die Frage des Ausbaus der Infrastruktur, vor allem der Schieneninfrastruktur. Da haben wir heute Morgen darüber geredet, um am Ende sowohl den Fernverkehr, aber auch den Regionalverkehr und den Stadtverkehr am Ende besser darstellen zu können. Ich mache es immer an einem sehr konkreten Beispiel fest. Zu sagen, im Großraum Tokio und im Großraum Kairo leben ungefähr gleich viele Menschen. Versuchen Sie einmal in Tokio von der einen auf die andere Seite zu gelangen und in Kairo. Dann stellen Sie fest, da gibt es deutliche Unterschiede, wie lange man dafür braucht. Was ist der Unterschied? Im einen Großraum gibt es ein perfektes Schienensystem, im anderen gar keins. Und das ist genau am Ende der Unterschied, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, wir müssen natürlich auch den Verbrennungsmotor sauberer machen, ausdrücklich. Das ist Aufgabe, die wir haben. Und das ist ehrlich gesagt auch nichts Neues, weil es gibt natürlich ein Grundproblem, wenn man sozusagen Öl raffiniert und dann verbrennt, dass man dann nämlich auch Abgase hat. Und in den 80er Jahren, die älteren Mitbürger erinnern sich, ging es um den Wintersmog. Damals um Katalysatoren und die Nachrüstung von Katalysatoren. Da gab es übrigens auch schon mal eine Plakette, die war achteckig, G-Cut. Manche können sich daran erinnern. In den 90ern ging es um die Frage des Sommersmogs, manchmal Stichwort Ozon. Auch da hat man am Ende reagiert. In den Nullern ging es um den Feinstaub. Da hat man mit dem Partikelfilter dagegen gearbeitet. Und in den Zehnern, wenn ich sie so nennen darf, geht es um die Stickoxide. Und da muss ich ausdrücklich sagen, es stimmt, dass die Luft besser geworden ist. Das Problem ist nur, sie ist deutlich langsamer besser geworden, als sie eigentlich hätte besser werden müssen, Herr Kollege Lenders. Und wir haben uns
da immer schon gefragt, wenn wir uns die Messwerte angeschaut haben, warum das eigentlich, obwohl Euro 5, Euro 6 sozusagen auf den Markt kam, nicht passiert ist. Wir wissen es jetzt, weil schlicht betrogen worden ist. Das muss man so deutlich sagen. Deswegen müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen über die Frage, wie wir den Verbrennungsmotor besser machen können bzw. wie wir dafür sorgen können, dass das, was eigentlich schon längst im Gesetz steht, auch umgesetzt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich sage ausdrücklich, wir müssen uns auch Alternativen zum Verbrennungsmotor fördern, aus Gründen der Luftreinhaltung, aber alleine schon aus Gründen der Überlegung, dass eben Öl endlich ist und wenn wir auch in Zukunft mobil bleiben wollen, wir an dieser Stelle Alternativen brauchen. Also wir brauchen es aus vielerlei Gründen, aus Gründen der Luftreinhaltung, aber eben auch aus Gründen der zukunftsfähigen Mobilität. Und deswegen Frau Strube, ich lade Sie herzlich ein. Wir können dann ja den Bus der Rhön-Energie gemeinsam eröffnen. Ja, es stimmt, es dauert ewig, bis ich dann den ersten Bus in der Realität dann mal auch wirklich sozusagen zum Fahren bekomme. Nur man muss ehrlicherweise sagen, wir waren das erste Bundesland, das E-Busse gefördert hat. Da hat der Bund noch nicht darüber nachgedacht. Und ich kann nichts dafür, dass viele den Schlaf der Gerechten geschlafen haben und am Ende es schlicht so ist, dass man diese Busse gar nicht kaufen kann, weil die europäischen Hersteller sie nicht liefern können. Da liegt nämlich sozusagen das größte Problem. Und ich glaube an dieser Stelle, dass wir da jetzt etwas angestoßen haben, wo dann hoffentlich in den nächsten Jahren das Angebot auch besser wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, dass an dieser Stelle auch noch wichtig ist, dass wir über die Infrastruktur reden. Und natürlich ist klar, es geht um bessere Infrastruktur, auch der Elektromobilität. Auch da machen wir jetzt ein neues Programm. Wir fördern nämlich jetzt die Unternehmen, wenn sie Ladeinfrastruktur für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Betriebsgelände anbieten. Weil wenn man sich einmal anschaut, wo sind die Autos, das normale Auto fährt nicht 24 Stunden. Müsste nämlich eigentlich eher Stehzeug als Fahrzeug heißen. Es fährt im Schnitt eine Stunde und steht 23 Stunden. Und wo steht es? Es steht zu Hause oder am Arbeitsplatz. Das sind die beiden Bereiche, wo es am meisten steht. Deswegen ist die Frage, wie man eigentlich Arbeitgeber dazu bringen kann, dass sie für ihre Arbeitnehmer Ladeinfrastruktur anbieten, für die Frage, ob Elektromobilität nicht nur im Fahrradbereich, da ist es schon längst passiert, sondern auch im Pkw-Bereich den Durchbruch findet, ist die Frage der Ladeinfrastruktur von entscheidender Bedeutung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann zur Frage des öffentlichen Personennahverkehrs. Ja, ich glaube, dass am Ende, weil auch wenn alle Autos Elektroautos wären, wäre die Grundfläche der Innenstädte nicht vergrößerbar. Das heißt, sozusagen, das Stauproblem kriegen wir damit nicht in den Griff. Deswegen glaube ich an dieser Stelle, dass wir natürlich vieles dafür tun müssen, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. Und da will ich dann schon noch einmal auf das eingehen, was die Frau Schott hier gesagt hat. Also erstens. Wenn Sie sagen, wir hätten an dieser Stelle nichts für die Verkehrswende getan. Wir haben den Zuschuss für die Verkehrsverbünde um 24% im Jahr erhöht. So viel Geld gab es noch nie für die Verkehrsverbünde in Hessen. Wir haben neue Tickets eingeführt. Und das Schülerticket ist an dieser Stelle eine Blaupause. Das sage ich Ihnen ganz ausdrücklich. Weil das Schülerticket nämlich zeigt, das sieht man an der Steigerung der Zahl der sogenannten freien Verkäufe, dass, wenn man ein attraktives Angebot macht, dieses Angebot auch angenommen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit dazu beiträgt, dass man eine Preissenkung realistisch darstellen kann. Weil am Ende man durch die Preissenkung zusätzliche Kunden gewinnt, die am Ende ihren Teil zur Gegenfinanzierung wieder beitragen. Insofern, wissen Sie, wenn man den Nulltarif dann fordert, wenn man den Nulltarif fordert, aber keinen Satz dazu sagt, wir reden dann ungefähr alleine in Hessen über eine Summe irgendwo zwischen 1 und 2 Milliarden €, wo das Geld herkommen soll, dann kann man auch versprechen, dass die Linkspartei dafür sorgen wird, dass die Sonne in Zukunft abends aufgeht. Man muss am Ende, wenn man solche Forderungen macht, auch überlegen, wie kommt man denn dahin?
Und an dieser Stelle kann ich Ihnen einfach nur sagen, verstehe ich, warum Sie nicht regieren wollen. Weil wenn Sie einmal regieren würden, würden Sie dermaßen auf die Nase fallen, weil Sie alles das, was Sie versprechen, niemals in die Realität umsetzen könnten, dass ich weiß, warum Sie lieber Opposition bleiben. Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Rock zu. Ausnahmsweise, Herr Rock. Aber wir nicht, ja? Herr Minister, können Sie uns vielleicht einmal erhellen und uns mal mitteilen, wie viele Elektroautos es denn in Hessen gibt? Wie viel was? Elektroautos denn in Hessen es gibt auf den Straßen? Ich kann Ihnen die aktuelle Zahl nicht sagen. Reine Elektroautos gibt es noch vergleichsweise wenige. Das ist im Umfang von ein paar Tausend. Bei den Hybridfahrzeugen ist es deutlich besser geworden inzwischen. Wobei man sagen muss, die Hybridfahrzeuge sind je nachdem, wie sie eingesetzt werden, bei der Frage, wie sparsam sie sind, jetzt nicht die allerbesten. Es ist an dieser Stelle so, dass wir bei der Frage der Elektromobilität im Bereich der PKWs den Durchbruch noch lange nicht haben. Wobei ich ausdrücklich sage, es gibt einen Bereich, wo es ohne jeden staatlichen Zuschuss funktioniert hat. Das sind die E-Bikes und die Pedelecs. Da haben wir inzwischen in Deutschland knapp 4 Millionen. Und die verändern auch Mobilität, wenn Sie einmal schauen, dass wir jetzt beispielsweise über Radschnellwege nachdenken. Also, an dieser Stelle kann ich Ihnen sagen, das ist noch nicht da, wo wir es gerne hätten. Aber genau deswegen müssen wir uns ja Gedanken machen, wo es aus unserer Sicht, wo wir es beeinflussen können als Land, auch funktioniert. Und genau deswegen habe ich ja gesagt, haben wir als Erste angefangen, E-Busse zu fördern. Ich will noch ganz kurz etwas zur Frage des öffentlichen Personennahverkehrs sagen, Stichwort Schülerticket. Und dieses günstige Angebot des Schülertickets hat z.B. dafür gesorgt, dass wir im Bereich des Nordhessischen Verkehrsverbundes auf einmal dramatisch steigende Verkaufszahlen hatten im freien Verkauf, da, wo man es nicht erwartet hat, nämlich da, wo man am weitesten von Kassel weg ist, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, im Landkreis Waldeck-Frankenberg, mit dem Ergebnis, dass der NVV gemerkt hat, dass es durchaus Tarife geben kann, die so hoch sind, dass die Leute sagen, dann fahre ich lieber gleich mit dem Auto, und die Preisstufen 9 und 10 abgeschafft hat. Es kann Situationen geben, wo es zu teuer ist und wo man am Ende durch teure Angebote nicht mehr einnimmt, sondern gar nichts mehr, weil die Leute dann sagen, dann nehme ich es nicht mehr in Anspruch. Aber ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, bitte, wenn Sie einmal schauen, dass wir inzwischen der RMV, da gab es jahrelange Debatten, dass er der teuerste Verkehrsverbund ist. Haben Sie eigentlich wahrgenommen, dass wir seit Januar im RMV die Situation haben, dass wir als einziger Verkehrsverbund in Deutschland die Tageskarte immer günstiger ist als zwei Einzelfahrscheine? Aber es ist immer noch teurer als in Berlin. Und zwar erheblich. Nein, nein. Nein, in Frankfurt ist inzwischen die Tageskarte in Frankfurt ist inzwischen deutlich günstiger als die Tageskarte in Berlin, Herr Schaus. Gucken Sie mal nach. Geht ja im Internet heute ganz schnell. Also, wir haben eine Preissenkung gehabt an dieser Stelle, und dass nämlich inzwischen auch in Frankfurt und in Wiesbaden und Mainz die Tageskarte immer günstiger ist als zwei Einzelfahrscheine. Und wir haben sozusagen an dieser Stelle, und übrigens das Landesticket, Stichwort Neiddebatte, das war Ergebnis einer Tarifverhandlung. Und die Beschäftigten haben im Gegenzug, das muss man nämlich auch einmal sagen, die Beschäftigten haben im Gegenzug, da können Sie mal den TVH und den TVL vergleichen, haben im Gegenzug 0,15% weniger Tariferhöhung bekommen. Sie tragen also Ihren Teil dazu bei. Sie sind trotzdem alle ziemlich glücklich damit, mit denen an dieser Stelle. Doch, Frau Kollegin Schott hat von der Neiddebatte erzählt. Ich bin froh, dass wir inzwischen woanders die Debatte haben, dass die Leute sagen, das will ich auch. Und ich kann ausdrücklich sagen, wenn dann andere in Tarifverhandlungen auf ähnliche Ideen kommen, dann ist das ein Beispiel, dass wir mit dieser Idee die Idee des Jobtickets immer weiter verbreitet haben. Und das ist am Ende genau der Weg, wie wir Schritt für Schritt dahin kommen, das attraktiver zu machen. Und deswegen will ich das ausdrücklich an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Das kriegen wir hin. Weil ich jetzt schon wieder zu lange geredet habe, will ich Ihnen nur an dieser Stelle noch einen letzten Punkt sagen. Ja, wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, was machen wir eigentlich mit den Autos, die die Grenzwerte nicht einhalten, wegen der Schummelsoftware und sozusagen anderer kreativer Maßnahmen. Ich drücke es einmal sehr vorsichtig aus der Autoindustrie. Ich will ausdrücklich sagen, das ist meine persönliche Überzeugung, dass Herr Minister, lassen Sie noch eine Zwischenfrage zu von Frau Wissler diesmal.
Gut, bitte sehr. Aber herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben noch einmal zum Landesticket ausgeführt. Und ich will sagen, dass wir das ja auch begrüßen. Ich habe nur die Frage, ob es seitens der Landesregierung denn eine Lösungsidee gibt für das Problem, dass ja Ungerechtigkeiten entstanden sind, beispielsweise an der Uniklinik, wo jetzt die Ärzte das Landesticket bekommen, das Pflegepersonal nicht. Sie kennen das. Wir haben an der Uniklinik Marburg-Gießen eine ähnliche Debatte oder auch bei den Studentenwerken, aber jetzt vor allem explizit die Uniklinik Frankfurt, ob es seitens der Landesregierung da den Versuch gibt, da zu einer Lösung zu kommen. Also aus meiner Sicht kann das Problem an der Uniklinik Frankfurt genau so gelöst werden, zu sagen, wie es am Ende für die Landesbeschäftigten auch gelöst worden ist, im Rahmen von Tarifverhandlungen. Und wenn die Gewerkschaften das als Tarifforderung in die nächste Runde einbringen, dann wird man sehen, wie man am Ende zu einem Tarifvertrag kommt. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn man das in dieser Richtung löst. Ich will Ihnen aber auch noch einmal eines sagen, es wird Ihnen jetzt nicht gefallen. Die Rückkehr in die TDL würde bedeuten, dass das Landesticket nicht mehr gäbe. Ich sage Ihnen das nur, weil ich sage Ihnen das nur, wir konnten das Landesticket nur einführen. Ich habe Ihnen das ja schon gesagt. Ich war am Anfang der Legislaturperiode in den Koalitionsverhandlungen dafür, dass wir in die TDL zurückkehren. Wir haben uns dann am Ende dagegen entschieden. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das Beste draus. Und das haben wir an dieser Stelle getan. So, und deswegen, deswegen will ich an dieser Stelle noch sagen, ich glaube, das wollte ich noch sagen, dass wir am Ende um eine Hardwareumrüstung auf Kosten derjenigen, die die fehlerhaften Fahrzeuge in Betrieb gebracht haben, nicht herumkommen werden, wenn wir die Grenzwerte einhalten wollen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Bundesregierung in dieser Richtung aktiv würde, weil sonst kriegen wir nämlich die von den Gerichten verordneten Fahrverbote mit all den Schwierigkeiten, die da dranhängen. Also unter dem Strich, wir sind auf einem guten Weg. Wenn man ein Mobilitätssystem komplett umbaut, und über nichts anderes reden wir, dann geht das nicht, indem man Parteitagsbeschlüsse fasst und auch nicht, indem man Landtagsdebatten führt. Es geht nur darum, dass man Schritt für Schritt und ganz beharrlich an genau diesen Punkten arbeitet. Und das tun wir. Vielen Dank. Danke, Herr Al-Wazir. Für DIE LINKE hat sich Frau Schott nochmals gemeldet. Bist du so groß? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vertieftes Lesen würde helfen. Wenn man der Debatte hier folgt, könnte man meinen, wir hätten einen Antrag vorgelegt, in dem drin steht, die Landesregierung möge sofort den Nulltarif einführen, und das zulasten des Landeshaushaltes. So ist hier gerade debattiert worden. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist vollkommen anders. Wir haben hier geschrieben. Also beispielsweise, der Hessische Landtag spricht sich für eine schnellstmögliche technische Nachrüstung für Dieselfahrzeuge aus. Wir haben hier geschrieben, das Land legt den Schwerpunkt der Förderung der Elektromobilität auf den ÖPNV. Wir haben hier geschrieben, erste Fahrzeuge, die umgerüstet werden müssen, sind die, die viel genutzt werden, wie die von Handwerkern und Taxis in den Städten. Solche Sachen stehen in diesem Antrag. Darüber hat hier keiner auch nur ein Wort verloren. Wir haben hier geschrieben, unter anderem, der Landtag spricht sich für die schriftliche Einführung eines durch Steuern und Umlagen solidarisch finanzierten ÖPNV in ganz Hessen aus. Das ist das, was hier drin steht. So hätte man die Debatte auch. Das, ja, naja, ich kann es auch noch einmal mit Nulltarif vorlesen. Das macht der Satz noch schöner. Weil nämlich, wenn nämlich der Hessische Landtag spricht sich für die schrittweise Einführung eines durch Steuern und Umlagen solidarisch finanzierten ÖPNV in Klammern Nulltarif, weil das der gängige Ausdruck ist, für ganz Hessen aus. Ja, das steht aber nicht jetzt und sofort, sondern da steht schrittweise und da steht solidarisch finanziert. Und da geht es um so Dinge wie den Kommunen zu ermöglichen, darüber nachzudenken, dass sie Umlagen beispielsweise bei ansässigen Industrieunternehmen erheben. Aber das untersagen Sie den Kommunen ja. Das untersagen Sie denen. Ich bin so froh, dass Sie wieder zurückgekommen sind. Sie waren ja zwischendurch weg. Es macht ja gar keinen Spaß, wenn Sie nicht dazwischen schreien. Und dann
Wissen Sie, dann geht es hier noch, darum, wie man das denn einführen könnte. Geben Sie doch den Kommunen mal eine Chance, an der Stelle kreativ zu arbeiten. Das genau tun Sie aber nicht. Und dann kommen so Vorwürfe, dass der Antrag gut abgehangen sei. Wissen Sie, der Antrag ist im Januar gestellt worden, und wir sind der Hoffnung gewesen, er käme einmal auf dem normalen Wege auf die Tagesordnung. In diesem Haus hier kommt aber auf dem normalen Wege kein einziger Antrag keiner einzigen Fraktion mehr auf die Tagesordnung, weil entweder von Ihnen eilausgefertigte Gesetzentwürfe auf die Tagesordnung gebracht werden, die schon lange hätten abgearbeitet werden müssen, oder wir, und ich sage das jetzt einmal, mit Regierungserklärungen zugespammt werden, von denen nicht einmal mehr die Pressenotiz nimmt, so langweilig sind die, die nämlich verhindern sollen, dass ernsthafte Auseinandersetzungen mit ernsthaften Anträgen hier stattfinden können. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als irgendwann zu sagen, man setzt den als Setzpunkt auf die Tagesordnung. Und dann hat sich Frau Dorn ja vorhin an Thüringen abgearbeitet, dass es da alles nicht passiert. Dann will ich mich auch einmal an Thüringen an der Stelle abarbeiten und an Hessen parallel, nämlich zur Problemlage. Hessen hat mindestens 17 Städte, die eine echte Problemlage darstellen, die auf der Liste der Bundesregierung draufstehen, wo 65 Städte draufstehen. Nur wissen Sie, da steht keine Thüringer Stadt drauf. Die Not in Thüringen an der Stelle, mit der Frage der Verschmutzung in den Städten umzugehen. Na, da könnte man jetzt überlegen, ob Sie das so interpretieren. Ich würde jetzt einmal sagen, es liegt an guter Politik in dem Land. Könnte man ja auch mal so interpretieren. Also von daher sollten Sie sich Ihre Argumente sehr genau überlegen. Herr Minister, wenn Sie an der Stelle sagen, dass das, was verhandelt worden ist in Bezug auf den Tarif und den Fahrschein der Landesbediensteten, eben nicht möglich wäre, wenn Hessen in den Tarifvertrag der Länder zurückkehren würde. Das ist doch purer Unsinn. Tatsache ist doch, dass es immer und zu allen Zeiten Sonderregelungen gegeben hat, wo die Länder eigenständige Positionen haben konnten, wo Länder mit eigenständigen Positionen. Was gibt es doch nichts zu lachen? Sie sollten sich einfach einmal damit beschäftigen. Vertiefte Sachkenntnis wäre hilfreich an der Stelle, bevor man hier lacht. Lachen ist ein Zeichen davon, dass man nicht wirklich weiß, wovon man spricht. Es hat immer Sonderregelungen für einzelne Länder gegeben. Und wenn ein Land in den gemeinsamen Tarif zurückkehrt, bringt es die Sonderregelung mit. Die wird da festgeschrieben, und dann ist es in Ordnung. Das ist überhaupt kein Problem. Das könnte man machen, wenn man wollte. Also auch hier hilft vertiefte Sachkenntnis, hilft dazu, Politik zu machen. Aber ich sehe. Kommen Sie zum Schluss, Frau Schott. Was muss man denn jetzt schon wieder finanzieren? Ich habe hier gerade überhaupt nicht von Geld ausgeben geredet. Ich habe davon geredet, wenn man in den Tarif der Länder zurück wollte. Der Minister hat gerade gesagt, es wäre nicht möglich. Und ich habe diesen Satz widerlegt. Nichts anderes. Darum ging es. Und Sie sollten einmal beim Thema bleiben und nicht einfach immer noch irgendeine Schleife finden, wenn Ihnen in der Not nichts anderes mehr inhaltlich einfällt. Danke, Frau Schott. Wir sind am Ende der Debatte anbelangt. Und meine Herren aus den Regierungsfraktionen, ich möchte Sie bitten, etwas sich zu mäßigen. Nicht jede Lautheit ist eine Lebendigkeit der Debatte. Wir überweisen den Antrag, den wir gerade debattiert haben, zur weiteren Beratung in den WVA. Das machen wir so. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt.